Der Trend und auch die Notwendigkeit geht immer mehr zum Nutzen und zum Recycling von Naturmaterialien, so zum Beispiel Leder. In der Vergangenheit habe ich schon einige Lederprodukte, Lederhüllen zum Beispiel, auf diesem Kanal getestet. Doch heute geht es in eine etwas andere Richtung. Der Hintergrund mag es vielleicht schon verraten. Es geht heute um Holz und zwar um Echtholzzubehör für MagSafe, also vor allem fürs iPhone, von der Firma Woodcessories, einer Wortneuschöpfung aus Holz und Accessories. Und es geht heute nicht nur um Holz, sondern auch um ein etwas anderes Material. Viel Spaß beim Video. Ich fange mit dem MagSafe Bumper Case an, das sowohl in Walnussholz als auch in Schiefer erhältlich ist. Letztere Version habe ich hier. Bevor wir zum Material und den restlichen Aspekten kommen, möchte ich die hochwertige Verpackung loben. Neben dem Case befindet sich hier ein Zertifikat, das bescheinigt, dass mit jedem Kauf ein Baum gepflanzt wird und auf der Rückseite erste Hinweise auf die Widerstandsfähigkeit, das integrierte MagSafe und das Material, das die Rückseite der Hülle durchzieht, Schiefer. Damit beginne ich auch, das Case besteht aus einer sehr dünnen Schicht von echtem Schiefer, das laut Hersteller aus zertifiziert nachhaltigen Quellen stammt, sprich die gesamten Umweltschutzzertifikate bei der Produktion mit sich bringt. Schiefer entsteht über Millionen Jahre aus feinem Tonschlamm, der sich am Meeresboden durch Wasserdruck zu Gestein verfestigt. Es ist also ein Naturprodukt und jedes Schiefercase ist somit ein Unikat. Meine Hülle hat zum Beispiel viele dunkelgraue und einige beige Elemente, andere können aber auch mit vielen hellgrauen Elementen versehen sein. Der Schiefer ist so dünn, dass er flexibel ist, aber so dick und strukturiert, dass man praktisch ein deutlich fühlbares Relief hat. Meine Hülle war an einer Stelle am Anfang doch sehr scharfkantig, das legte sich aber nach einigen Wochen durch minimalen Abrieb. Hochwertig ist das Material und ich bin gespannt auf die Alterung. Der Rest der Hülle scheint auf den ersten Blick unspektakulär, bietet aber das eine oder andere praktische Feature. Der Rahmen besteht aus laut Hersteller teils recyceltem Silikon, der sich griffig und des Preises angemessen anfühlt. Die Knöpfe haben trotz Silikonschicht einen guten Druckpunkt und die Aussparung um den Lightning Port ist schön groß, damit auch dickere Steckerumfänge gut passen. Nun zu einigen kleinen Besonderheiten. An der rechten Seite sind zwei Schlaufenlöcher zu finden. Das nutze ich persönlich nicht, es kann in seltenen Situationen aber praktisch sein. Wenn man nun ins Innere der Hülle blickt, sieht man zuerst ein weiches Mikrofasermaterial, das das iPhone vor Kratzern schützt. Das ist sehr gut, aber leider nur auf der Rückseitenfläche zu finden. Ich hätte es mir auch am Rahmen gewünscht, da dieser bei den Pro-iPhones sehr empfindlich ist. Eine weitere Besonderheit ist das SIM-Kartenfach für zwei SIM-Karten samt mitgeliefertem SIM-Tool. Da das iPhone keine physische Dual-SIM-Funktion hat und wir zumindest in Deutschland noch nicht ganz so im eSIM-Zeitalter angekommen sind, ist das hier sehr praktisch, gerade wenn man zum Beispiel beruflich zwischen zwei Ländern pendelt. Dieses Fach bedeutet aber auch, dass die Hülle recht dick ist. Das hat den Vorteil, dass die Kamera geschützt ist, könnte man meinen. Da die Linsen beim iPhone 14 Pro aber so weit rausstehen, ist zusätzlich ein Schutzring um das Kameraelement nötig, damit die Linsen den Tisch nicht berühren. Durch die Dicke der Hülle wird aber ein Großteil des Schutzes erfüllt und sie wackelt deswegen weniger stark als das nackte iPhone. Der Rahmen steht auf der Vorderseite zudem leicht über, somit berührt das Display den Tisch nicht. Ich mag die Hülle dafür, dass sie sehr guten Schutz bietet, aber zum Beispiel beim Rahmen nicht ganz so dick wie eine Rhino-Shield-Hülle ist. Man hat also einen guten Kompromiss und der Schutz geht so weit, dass man auch in der Innenseite des Rahmens einige Gummistrukturen findet, die den Sturz nochmal abmildern. Als letztes muss natürlich MagSafe erwähnt werden. Die Magneten sind hier genauso stark wie bei den Originalhüllen von Apple. Die Platzierung habe ich als gut empfunden. Das MagSafe-Ladegerät haftete gut und hatte so gut wie kein Spiel. Das bringt uns zum Woodcessories MagSafe Ladegerät namens MagPad. Auch dieser kommt in einer hochwertigen Verpackung daher, in der sich zudem ein USB-C auf USB-A Adapter befindet, damit auch ältere Netzteile mit dem MagPad genutzt werden können. Sehr lobenswert. Nun zum Design und zur Technik. Ich habe hier die Version aus Eiche mit hellem Kabel und hellem Stoff. Der Ladepuck besteht aus hellem Eichenholz, das den Apple Store Tischen sehr ähnelt. Es handelt sich um Echtholz und nicht nur um Furnier. Das fühlt man auch an der Maserung, die wie beim Case natürlich ein Unikat bleibt und in allen möglichen Richtungen auch nicht parallel zum Kabel verlaufen kann. Der Rahmen ist schön abgeschliffen und das Holz fühlt sich weich und hochwertig an. Das geht auf der Vorderseite weiter. Dort befindet sich fein verwobener Stoff aus Hanfursprung, der, anders als ich befürchtet hatte, nach einigen Wochen keine Fasern und Fussel aufwies.
Durch die verwobene Struktur hält der Ladepuck, wie eben erwähnt, sowohl am iPhone ohne Hülle als auch am Bumpercase sehr gut. So gut, dass man damit am Kabel das iPhone aufheben kann. Das ist bei Drittanbietern nicht immer selbstverständlich. Der Charger hält also auch an dickeren Hüllen und an jenen mit rauer Struktur. Das Kabel ist 1,30 Meter lang und besteht aus Nylon und ist in dieser Cremefarbe schmutzanfällig. Alternativ gibt es aber wie gesagt auch eine schwarze Kabelversion bei der Walnussversion. Das Kabel ist dennoch sehr robust. Hier zeigen sich zumindest nach den ersten paar Wochen auch keine Fussel oder Fasern. Das Design mag ich insgesamt, es passt sehr gut zu Apple und ist dennoch nicht so weiß und steril wie das Original. Technisch lädt das MacPad mit maximal 10 Watt. Das ist in meinen Augen der einzige Nachteil gegenüber des Apple-Ladegeräts, das mit bis zu 15 Watt aufladen kann und in der UVP gleich teuer ist. Der Rest gefällt mir sehr gut. In Angeboten lohnt sich das MacPad aufgrund seines stabileren Kabels und der Materialwahl in meinen Augen schon, aber man muss mit etwas langsameren Geschwindigkeiten leben. Fazit: Mit 49 Euro UVP für die Hülle, zum Zeitpunkt des Skriptschreibens 39 Euro, und 49 Euro UVP für das Ladegerät sind beide Produkte nicht gerade günstig. Die Hülle bietet in meinen Augen dennoch ein sehr gutes Gesamtpaket, ist widerstandsfähig und dennoch hochwertig. Ich kann sie weiterempfehlen, gerade aufgrund der besonderen Merkmale, sei es das verwendete Material oder zum Beispiel die SIM-Aufbewahrung. Den MagSafe Charger liebe ich für sein Design und ebenfalls für seine Widerstandsfähigkeit, aber im Vergleich zum Original ist er nur unwesentlich lohnenswerter aufgrund des nicht vorhandenen Preisunterschieds. Das könnte sich aber ändern. Woodcessories hat öfter mal gute Angebote und mit dem Code RUPERT15 spart ihr zudem 15%. Danke nochmal an Woodcessories, die mir oder besser gesagt euch das ermöglicht haben. Das war es nun für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.